Die 29-jährige Frau wird mit schweren Schwangerschaftsblutungen in die Klinik eingeliefert. Doch es gibt eine Patientenverfügung, keine Bluttransfusionen. Auch als die junge Frau das Bewusstsein verliert, besteht der Ehemann der Frau angeblich darauf, kein Eingreifen der Ärzte. Die Frau stirbt und auch das Baby in ihrem Bauch können die Ärzte nicht retten. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Gießen teilt heute Morgen mit. Es wird wegen eines Tötungsdeliktes gegen den Arzt und den Ehemann der Toten ermittelt. Dem Arzt hat eine Patientenverfügung der 29-Jährigen vorgelegen, in der ausdrücklich gestanden hat, dass die Frau keine Transfusionen bekommen wolle. Das Paar war Mitglied der Zeugen Jehovas, die Bluttransfusionen ablehnen. In ihren Glaubensgrundsätzen heißt es in der Lektion 12 unter Ehrfurcht vor dem Leben und dem Blut: Wir sollten daran denken, dass Jehova von uns verlangt, kein Blut zu uns zu nehmen. Das bedeutet, dass wir weder das Blut von anderen Personen in irgendeiner Form in unserem Körper aufnehmen dürfen, noch Eigenblut, das aufbewahrt wurde. Ich empfinde dieses tragische Ereignis und katastrophale Ereignis für die Betroffenen als einen enormen Verlust an humaner Substanz. Die Zeugen Jehovas zeigen hier an dieser Stelle mal wieder, wie unbarmherzig und brutal das System der Zeugen Jehovas tatsächlich sein kann. Zwei Menschen, ein ungeborenes Kind und die Mutter, schwangere Mutter, sind tot. In der Klinik soll die Mutter der Frau die Ärzte noch angefleht haben, ihrer Tochter das Blut zu verabreichen. Doch der bevollmächtigte Ehemann ließ sich offenbar nicht erweichen. Und angeblich waren auch den Ärzten die Hände gebunden. Nur ging es hier ja nicht um die Frau allein. Dr. Stelter hat als Chefarzt viele Zeugen Jehovas als Patienten behandelt. Ich habe den Willen dieser Glaubensgemeinschaft respektiert, wenn das erwachsene Menschen waren. Hier haben sie es zu tun mit einem Erwachsenen und einem wirklich einem Kind, einem ungeborenen Kind, das ja nun keinen eigenen Willen äußern kann. Von den Zeugen Jehovas war bislang keine Stellungnahme zu dem Fall zu bekommen. Laut ihrem Verständnis wohnt die Seele des Menschen im Blut. In diesem Fall hat es zwei Menschenleben gekostet.